Moin Moin und Hallo. Heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr euren Dyson V15 Detect Absolute an die Wand befestigen könnt. Dieses Teil ist prädestiniert, um an die Wand zu kommen, weil, guck mal, wenn ich es so hinstelle, okay, hält es, aber es fängt an runterzulaufen. Das heißt also, wenn ihr ein bisschen schräg ansetzt, würde das Ding wupp abhauen. Das heißt also, es ist immer sinnvoll, es in eine Wandhalterung zu platzieren, um es gleichzeitig auch dort laden zu können. Und der V15 bringt da eine schöne Wandhalterung mit sich. Also ne, erstmal guckt ihr, wo ist Platz für euren Dicey und dann geht es ans Eingemachte. Die Wand kann aus jeglichem Material bestehen, Swain. Ihr könnt sogar ein Fliesen machen. Dann haben wir ja eine Wandhalterung. Diese Wandhalterung besteht aus zwei Teilen. Wenn ihr sie als vollem Enthusiasmus schon zusammengebaut haben solltet und sie ist angerastet, dann müsst ihr sie wieder auseinanderkriegen. Oh nein, was macht ihr dann? Dann geht ihr hin, dreht sie erstmal um und seht, hier ist ein Widerstand. Jetzt haltet ihr die Hand, die eine Hand so und drückt ein wenig den Widerstand nach hinten und gleichzeitig geht ihr mit einem großen Schlitzschraubendreher oder wie ich das hier gerade mache, mit der Rückseite einer besagten Pinzette hin und kann es wieder zurückdrücken und öffnen. Dann gehen wir unten hin und hängen dieses Teil wieder aus und haben zwei Teile wieder in der Hand. Jetzt haben wir also alles zu oder alles beisammen, was wir brauchen. Wir brauchen unsere Halterung in zwei Teile. Die Halterung wird dann so montiert, dass der Drehmechanismus oben ist, ne, so wird das gleich kippungsweise auf- und zuklappen, hingepackt. Und jetzt kommen wir zur Montage. Die Entfernung vom Boden bis zum ersten Bohrloch, welches das horizontale ist, nicht das vertikale. Das vertikale Bohrloch ist oben, das horizontale Bohrloch ist unten. Sollten wir jetzt 1,20 Meter, das heißt ungefähr, ne? Also jetzt müsst ihr das nicht hier super toll hinkriegen. 1,20 Meter, ich stelle mal hier hin, das sind 1,20 Meter hier oben. Das heißt, dieser Punkt sollte dem untersten Bohrloch entsprechen. Das heißt, wir machen den Teil oder das Teil jetzt in dieser Höhe dran, weil aber der Benutzer etwas kleiner ist, ne? Werden wir das Teil ein wenig tiefer dran machen. Pass auf, ich zeige euch das. Auch hier, seht ihr, sind die Bohrungen ja etwas tiefer. Wenn wir dieses Ding hier haben, könnt ihr das auch anhalten. Das heißt, man kommt hier hin und slidet dann dieses Teil in Position. So, dieses Teil kann demzufolge in diesem Range gut eingepackt werden. Der Hersteller selber sagt aber 1,20. Das heißt, hier oben, das ist die Standardhöhe. So wäre die Standardhöhe. Wenn ihr aber ein kleinerer Mensch seid, ne, so wäre die Standardhöhe. Wenn ihr aber ein kleinerer Mensch seid, können wir auch ohne Probleme hier wie vorher schon etwas tiefer gehen. Und dann haben wir das in diesem Range. Wenn das in dieser Range ist, heißt es, dass dort die Höhe, sprich für einen 1,50 Meter bis 1,60 Meter großen Menschen vernünftig gewählt ist dann dieser Range, sprich in dieser Höhe platzieren wir uns, das ist dann so 1,10 Meter. Also ihr könnt euch dort 10 cm ruhig bewegen, kein Problem. Als nächstes, jetzt geht ihr hin und zeichnet den Platz, wo ihr es hinhaben wollt, ein. Vergesst dabei aber nicht, die Wasserwaage anzuhalten, dass es gerade ist. Weil wir packen ja da einen Staubsauger dran, der dann später ja, länger wird. Also der eine nach unten gegebene gerade Linie bringen wird. Und wenn die schief ist, dann seht ihr das. Ne? Dann würdet das euer Kopf sehen. Das heißt also, macht die Wasserwaage dran, haltet das Teil in Position. Ich orientiere mich jetzt an meinen beiden Bohrlöchern, die hier schon drin sind. So, zack, wir gehen jetzt hier etwas rüber. Ungefähr auf 1,10 Meter unteres Bohrloch. Jetzt wird hier gerade gehalten, das heißt, ich schaue mir die Libelle an, wenn die gerade positioniert ist. Jetzt drücke ich es fest und würde jetzt hingehen, wenn das hier eine Betonwand wäre, wenn es eine Fliesenwand wäre, würde hier zwei Punkte anzeichnen. Dann würde ich hingehen und bei diesen beiden Punkten
demzufolge zwei Löcher bohren. Diese Löcher sollten einen 6 mm Durchmesser haben und danach würde ich dort die Dübel platzieren. Das heißt, die beiden Dübel würden platziert werden, Dübel reindrücken, fertig. Dann wäre es fertig. Dann würde ich es nochmal dranhalten und nochmal kontrollieren, ob es noch in Waage steht. So, und dann würde das Festschrauben anliegen. Das heißt, wir kommen und schrauben die Schrauben rein. So, erste Schraube ist drin, aber nicht so fest, weil wir wollen es jetzt hier, gucken wir, jetzt können wir noch in der Lage verändern. Das heißt, jetzt können wir nämlich noch hingehen und es nach rechts und links verschieben, wenn wir das wollen. Und wir können es natürlich jetzt nochmal hier in Waage ausrichten. Das heißt, wenn wir dann wirklich unsere Position gefunden haben, na, jetzt können wir hier nämlich noch die Lage verändern. Der erste Punkt ist jetzt sozusagen fest oder angeschoben worden. Jetzt können wir zum zweiten Punkt gehen. Das ist dann hier. Und schrauben hier jetzt sie fest. So, jetzt habe ich immer noch nicht festgeschrieben oder gemacht, weil jetzt können wir Folgendes machen. Wir können hier in der Lage noch ändern und wir können auch ein bisschen in der Höhe ändern. Und nun geht es darum, dass ihr wieder auf die richtige Positionierung achtet. Das heißt also schön gerade alles hin, wenn unten die Libelle, sprich der Tropfen richtig steht, dann ziehen wir es fest. Okay, und fest. Damit haben wir jetzt dieses Teil der Halterung fest mit der Wand verschraubt. In meinem Fall ist es so, dass wir hier eine Holzkonstruktion drunter haben und die hält unseren Dyson gut in Position. So, das haben wir jetzt also. Hier, das erste Teil ist fest. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Das ist dieses hier. Dieses Teil hat einen Klappmechanismus hier drin. Hier ist ein Klappmechanismus, der so auf und zu geht. Okay? Jetzt kommen wir mit unserem Stromkabel an und werden von hinten, okay, hier jetzt hineingehen. So, und zwar mit dem Nippel nach oben. Zack, guck mal, jetzt komme ich da vorne raus. Jetzt legen wir diesen Nippel in das Bettchen hinein und drücken von oben den Klappmechanismus so weit runter, bis er einrastet. Klack, klack, so, eingerastet. Jetzt ist der Freund fest da drinnen. Den können wir aber auch wieder entfernen, indem wir hier vorne mit einem Schlitzschraubendreher reinhebeln. So, jetzt haben wir hier hinten unser Kabel. Das Kabel legen wir in diesem System so um die Ecke. Das ist jetzt die Zugentlastung. Legen das einfach da rein und drücken es ein wenig fest. Hier wird das Kabel nämlich jetzt nach unten weggeführt. So, damit haben wir unsere Vorbereitungen getroffen und können nun zur Montage übergehen, indem wir hier die beiden Freunde ein wenig auseinander drücken und das komplette System hineinschieben. Zack, super. Guck mal, ist das hier? Kann man das noch verändern? Und nun, was wir jetzt machen ist, wir drücken das ganze System ein, bis es einrastet. Und jetzt ist das Teil verbunden mit unserem Boden. Jetzt stecken wir natürlich die Energieversorgung an. Zack, so, Strom ist jetzt drauf auf diesem Teil. Das hier werde ich nachher noch ein bisschen verschwinden lassen, hier um die Ecke. So, dann fällt es gar nicht so auf. Guck mal hier, einfach zur Seite wegschieben. Und dann können wir hier jetzt nämlich unser Equipment reinmachen. Und wir können natürlich unseren Dyson da dran packen. So, Equipment erstmal. Zum Beispiel können wir dieses Ding hier einrasten, reinstecken. Zack, einrasten, reinstecken. So, alles cool. Und nun kommen wir natürlich zum Dyson selber. Den sliden wir von oben hinein. Zack. Und dann geht er automatisch auf die Ladeeinheit und lädt den Akku auf. Um ihn dann zu entfernen, einfach hingehen, von unten heraus, nach oben wegnehmen. Okay, und wieder rein. Zack, dann geht er automatisch unten auf die Ladeeinheit und kann dort seine Chillung, seine Aufladepower genießen. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun.